So, dieser Ball liegt Anfang raff, aber da ist die Fahne. So, was man sieht ja, ist, dass hinter dem Ball, da ist das Gras lang. Hallo, heute möchte ich dir als Anfänger zeigen, wie du diesen schönen Schläger, diese Rescue Hybrid, nicht nur beim langen Spiel sehr gut einsetzen kannst, sondern auch beim kurzen Spiel. Vor allem, wenn du Respekt hast vor dem Treffen, wenn du ein bisschen Angst hast, den Ball gut zu treffen, vielleicht triffst du ihn oft dünn oder oft fett, dann könnte diese Schläge wirklich eine sehr gute Lösung für dich sein. Ich habe jetzt 4 Bälle mit mir und ich werde diese 4 Bälle überall hinschmeißen. Ich werde einen Ball ganz nah an den Grün schmeißen für einen kurzen Chip. Dann werde ich einen hier schmeißen für eine normale Chiplänge. Dann werde ich einen Ball ins Raff werfen, damit ich aus dem Raff auch spielen kann. Und dann einmal 30 Meter Fairway runter, dass ich dann gezwungen bin, ein Chip and Run zu spielen. So, da liegen meine Bälle. Das sind typische Situationen, die man normalerweise mit einem Pitching Wedge, Sandwich oder Eisen 9 spielen würde. Aber heute werden wir das mit dem Rescue tun. So, lass uns anfangen. Okay, so der erste Ball liegt schön dicht am Grün. Und ich werde jetzt versuchen, diesen Ball einzulochen. Das werde ich tun, weil ich weiß, dass ich mit diesem Schläger sehr genau spielen kann. So, die Kleinigkeiten, die ich mit diesem Schläger mache, sind folgende. Natürlich tiefer greifen, aber obwohl ich den Schläger tiefer greife, ist der Schaft immer noch länger als ein Patte. Das bedeutet, ich werde sehr wenig Schwung brauchen. Der Ball kommt ohne Mühe dahin, aber das ist gut. Weniger Schwung bedeutet genauer. Dann werde ich gucken, dass meine Hände relativ hoch sind, dass der Schaft so steil wie möglich ist. Die Ballposition, na, das ist eine interessante Sache. Ich spiele ihn gerne etwas vorne im Stand. Der Rescue hat ganz wenig Luft, mein hat nur 19 Grad Luft. Du kannst natürlich auch mit dem Rescue mit mehr Luft spielen, das wäre vielleicht sogar besser. Aber das ist der einzige Rescue in meiner Tasche. Wird aber auch gut klappen. Wenn ich den Ball etwas vorne habe, fliegt der Ball auch dadurch etwas höher. Und ich weiß, dass ich mit diesem Schläger nicht hängen bleiben kann. Die Sohle ist so flach, dass die vordere Kante kaum ins Spiel kommt. Also ich weiß, egal ob ich den Ball jetzt den Boden zu früh treffe, das wird nicht diesen Schläger bremsen. Das ist wirklich ein schönes Gefühl. Okay, eine kleine Pattbewegung, das ist ein bisschen Break nach rechts. Und ich werde diesen Ball nur antippen. So, jetzt habe ich eine typische 15 Meter Entfernung. Hier würde ich normalerweise, würde ich sagen, das Pitching Wedge nehmen. Da der Ball jetzt nicht so hoch fliegt, werde ich den Ball vor dem Grün aufkommen lassen. Wieder Ball vorne im Stand. Schläge rolle ich gerade zurück aus. Die Bewegung mache ich ja eher mit meinem Arm und mit meinen Schultern. Mein Unterkörper bleibt ziemlich ruhig. Aber ich muss meine Schulter bewegen. Ja. Wenn ich nur Arme verwende, wird es problematisch. So, jetzt gehen wir runter zum Fairway. Wir haben oft bei so einer Lage oder vom sandigen Boden zum Beispiel Angst, dass wir den Ball nicht gut treffen. Aber wenn wir wissen, dass wenn diese Schläge den Boden berührt, dass er nicht hängen bleibt, ist das eine ganz beruhigende Sache. Da müssen wir nur gucken, dass wir durchschwingen. Du siehst, dass meine Handgelenke nicht steif jetzt bleiben. Ich habe wieder meinen normalen Griff, keinen Patty-Griff. Und ich werde schon ein bisschen
Anwinkeln beim Durchschwingen. Und hier werde ich mich auch etwas drehen. So, ich werde auch offener stehen. Und da der Ball nicht so gut liegt, werde ich den Ball in der Mitte meiner Füße spielen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht versucht, den Ball zu heben. Der kann einfach nicht hochfliegen mit diesem Schläger. Okay, so diese Ball wird schön weit rollen. Landepunkt habe ich gesehen. Bisschen zu weit, aber auf dem Grün. Und wieder das Wissen, dass ich nicht den Ball schlecht treffen kann, das hilft mir sehr. So, jetzt gehen wir ins Raff. So, dieser Ball liegt Anfang Raff, aber da ist die Fahne. So, was man sieht ja, ist, dass hinter dem Ball, da ist das Gras lang. Und das wäre mit einem Eisen ein Problem. Das Eisen würde sehr leicht hier hängen bleiben. Das Rescue tut es nicht. Das Rescue gleitet besser durch das Gras. So, ich werde gucken, ob ich da rauskommen kann. Und ja, ähnliche Technik wie vorhin. Ich werde aber ziemlich steil ausholen. Du siehst, der Schnellkopf bewegt sich weg von meinen Füßen. Ich werde nach unten schwingen. Schön offen sind meine Füße. Und dieser Ball wird ganz sicher nur ein paar Zentimeter hoch fliegen, in den Hang reinkommen und dann hoch rollen. Ballposition in der Mitte meiner Füße. So, lasst uns mal das Ergebnis angucken. So, dieses Ergebnis, damit kann ich leben. Meine Bälle sind alle auf dem Grün. Ich habe eine Chance, jede von diesen Bällen noch einzulochen. Und ich habe keinen Katastrophenball gehabt. So, es ist natürlich nicht ein Muss, mit dem Rescue zu chippen. Aber es gibt dir eine andere Möglichkeit, die Annäherung zu spielen. Und wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, kann das, diese Rescue, wirklich deine Rettung sein. Vielen Dank für das Zugucken. Ciao.